Gut, auf geht's. Weiter nach rechts für uns. Schaffe ich es denn irgendwie hier an dem vorbei? Nee, ne? Nicht so richtig. Ich glaube zumindest nicht. Ich könnte ihn natürlich ohne Probleme ganz einfach töten, aber das will ich ja nicht. Mit meinem Karton komme ich jetzt leider, glaube ich, auch nicht vorwärts. We're coming for you. We will find you. Geh mal ein Stück weiter noch. Ja, so ist okay. Aber bleib dann auch da. Ach Mensch. Du Arsch. I hear something. Mhm. Ah, wenn er noch. Wenn ich einschätzen könnte, wie lange der nach oben guckt. Machen wir es doch so. Gut, passt. Alles in Ordnung. Oh shit! Schweine! Sogar die Deckungen explodieren hier. So eine Sauerei. Okay, wie weit ist es denn noch? Eins ist direkt unter mir. Okay, wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich hier vorne. Ich sehe es schon kommen. Wahrscheinlich müsste ich da vorne schon runtergehen, aber ich schaue mal, ob ich es von hier drüben vielleicht auch umgehe. Hier drüben ist der Eingang, oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist da kein Eingang. Wie hätte es auch sein sollen? Huch. Wie hätte da auch ein Eingang sein sollen? Also wirklich. Halt. Gleich nochmal. Wir springen einfach drüber. Gehen wir einfach doch erstmal zu dem ganz hinten hin. Okay, das ist ein abgesperrter Raum für sich. Den können wir uns aber durchaus mal anschauen. Ich könnte wetten, hier ist wohl irgendwo ein extra Goodie, oder? Ah, shit. Du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass du es nicht schaffst, das Ding da abzuschießen, oder? Hallo? Bist du unfähig, Junge? Tatsächlich, ist er. Okay, dann lassen wir das doch einfach. Brauchen wir irgendwelche neue Ausrüstung? Nö, ich glaube nicht, ne? Gehen wir doch einfach mal nach hier hinten durch. Der Hauptturm. Who knows what he did to Dasan to try to make him cooperate. Okay, hol dir die Schlüssel ohne Gegenstände zu benutzen, ist unsere Aufgabe. Schauen wir doch mal. Finde Dasans Nadeln, die Sumi und die Schlüssel, ja, das wissen wir ja. Mit Scharfschützen, na ist das nicht sympathisch. Okay. Oh, wie nett, das nehme ich gern mit. Schauen wir doch mal, ob wir hier schon irgendwas erreichen können. Sieht ja eigentlich aus so ein bisschen, als ob wir hier falsch sind. Aber wer weiß. Okay, was gibt's da unten, ist die Frage. Dreh dich mal um. Oh, was? Er sieht mich nicht? Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Das war arschknapp. Tief unter der Wüste. Okay. Ich glaube, ich arbeite mich gerade zu dem anderen hin. Na gut, warum nicht? Das ist in Ordnung. Ich glaube, es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge ich die abarbeite. So, die Frage ist, was passiert, wenn ich hier in diese Kette reinkomme? Wahrscheinlich irgendwas äußerst Ungesundes, nehme ich mal so an, oder? Ach so, wenn es weiter nichts ist. Na dann. Okay, und hier? Alles gut. Das Ding holen wir mal runter, dann können wir zumindest drüber hüpfen. Okay. It's usually kept underground in an airtight chamber. A chamber just like this one. Sammle die Tattoo-Sumi. Ich weiß immer noch nicht, was eine Sumi ist, aber wir werden es schon bald herausfinden. Gut, damit haben wir ja schon alle drei gefunden. Wir müssen bloß noch zwei davon einsammeln. Ich glaube, ich lasse den Kronleuchter mal einfach hängen und verziehe mich nach oben. Gut, das passt soweit. So, was drehen wir denn hier? Da unten. Okay. Ich weiß nicht, wofür genau es ist, aber wir drehen es erstmal nach ganz oben. Okay, das bewegt sich jetzt nach unten. Das habe ich vorhin bei dem anderen auch schon befürchtet, muss ich zugeben. Gut, wir schauen mal kurz. Wir müssen da unten aber in diese Kammer rein, ne? Okay, dann lassen wir die erstmal machen hier.
He must be somewhere else. Ah, nein, nein, nein. Oh, ernsthaft? Du hast mich gesehen? Oh. Der hat mich gesehen? Ich war um die Ecke rum gewesen. Naja, was soll's. Beeilen wir uns mal einen Meter. So, und diesmal schauen wir vielleicht, dass wir da unten auch reinkommen. Das Problem ist, dass sie jetzt natürlich sofort ankommen und ich dann hier voll durch den Lichtschein durch muss. Das ist ein bisschen doof. Gebe ich zu. Kann ich vielleicht... Was ist already broken? Ich glaube, ich schaff's nicht, zu dem Dings hier rüber zu kommen. Das lasse ich mir mal lieber stehen. Why did this break? Ich warte einfach, bis die weg sind. He must be somewhere else. Ja, ja. Verzieht euch. He Beide. Must be somewhere else. Okay. Gut, unten drin sind wir schon mal. Da haben wir doch unsere Sumi. War doch gar nicht so kompliziert. So. Na dann, machen wir uns doch mal in die andere Richtung auf, um jetzt noch... Was fehlt denn eigentlich noch? Die Schlüssel zu holen, natürlich. Die Schlüssel vom Gefängniswärter abzunehmen. Ach stimmt, hier war ja der gewesen. Oh, scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich noch in der Zwischendings da aufhängt. An dieser Zwischenwand. Ich dachte, der springt gleich... Das war schlau. Das war sehr schlau. Ich dachte, er springt gleich durch, deswegen... Das war eigentlich gerade mein Plan gewesen, dass ich dann sofort durchhopse und weg bin. Wie machen wir denn das? Wollen wir mal die Kartonschachtel ausprobieren? Ich hab bloß eine, ne? Das ist auch schade eigentlich. Oh. Oh. Schlecht. Na komm, dreh dich weg. Dreh dich. Dreh dich. Kollege. Hallo? Willst du dich nicht mehr drehen? Ach komm schon. Jetzt. Hoch mit dir. Oh Gott. Hat funktioniert. Alles gut. War so geplant. So. Okay, hier ist für meinen Geschmack viel zu viel Scharfschützenlaser mit dabei. Oh. Scheiße. Okay, es war vielleicht nicht so schlau, sich einfach mal reinzustürzen. Schauen wir noch mal hier oben lang. Kommen wir denn vielleicht hier lang ein bisschen besser? Nee, aber wir finden zumindest ein Artefakt. Okay, hier ist wieder Schluss. War zu erwarten. Na gut. Dann müssen wir schauen, dass es irgendwie anders hinkriegen. Ups. Oh, stimmt, ich darf ja keine Gegenstände benutzen. Ich vergaß. Dann wollen wir doch gleich nochmal vom Kontrollpunkt neu starten. Da war ja was. Da war ja was. Zählt das eigentlich auch als Gegenstände benutzen? Nein, ist ja auch kein Gegenstand. Gut, oben ist der eine, da unten der andere. Das ist gar nicht so einfach mit denen. Okay, in dem Moment könnte ich dann runterhüpfen, aber was habe ich dann davon? Ich müsste erstmal auf diese Zwischenebene gelangen, wahrscheinlich hier. Wie weit drehst du dich nach unten weg? Nicht weit genug, würde ich sagen. Aber es geht auch nicht durch diese Zwischenwand hier unten durch. Das könnte mein Vorteil sein. Hängt er sich erst unten dran? Ich glaube nicht, ne? Doch. Okay. Alles gut. So, erstmal ein Zwischenpunkt erreicht. Ist ja schon mal was. Okay, jetzt könnte ich mich zumindest zu der Deckung da unten hinfallen lassen. Ah, shit. Der war doch gar nicht mit seinem Laser an der Stelle. Das war jetzt Beschiss, Leute. Ihr könnt doch nicht so bescheißen. Das finde ich unfair. Mann, verdammt. Ich wollte es gleich schnell machen und die Chance nutzen, aber... Nee, nicht mit dem... Nicht mit dem Kollegen hier. So, jetzt aber. Oh shit! Oh shit! Ah, ich bin nicht oben dran gekommen.
Na, wenn das so ein Ding ist, dann halten wir uns vielleicht lieber davon fern. Ich will ja immerhin noch niemanden umbringen. Schaffst du es noch, mich zu töten? Danke. Das war ganz schön langwierig und umständlich. Okay, aber der Plan formt sich langsam. So, dann gehen wir einfach hier hin und warten, bis der Kollege geht. Genau. So, alles gut, alles gut. War doch gar nicht so kompliziert. Was? Nein, da war nichts. Nein, alles gut. Alles in Ordnung. We will find you. Oh shit. Ach stimmt, ich darf ja sowieso keine Gegenstände benutzen. Da war es ja ganz gut, dass ich die Bambuspfeile gerade nicht ausgerüstet hatte. So. Maybe he fled. Na klar bin ich geflohen. Oh, da oben ist auch einer. Okay, der schießt doch bestimmt wieder mit so einem... Okay, der schießt nicht mit so einem Leuchtding. Aber jetzt kann ich ja theoretisch auch wieder meine Pfeile benutzen. Ich habe die Tat ja schon erfüllt. So. Sehr gut. Wir haben alle drei Gegenstände. Jetzt müssen wir bloß noch wieder nach drüben kommen. Schauen mal kurz. Das war ganz schön weit, ne? Oh ja, das war ganz schön weit. He must be somewhere else. Okay. Ups. So. Dann hängen wir uns doch mal hier dran. Hier oben. Komme ich denn hier rum? Ja. Sehr gut. Jetzt würde ich mich gerne an diese Zwischenwand hängen, aber ich sehe es schon kommen, dass er das nicht macht. Doch, macht er. Sehr gut. Okay. Guten Moment abpassen. Jetzt zum Beispiel. Und schon sind wir wieder raus aus der Nummer. Alles wunderbar. Okay, läuft doch. Läuft alles wunderbar. Schau sich das mal einer an. Wie eine Katze schleichen wir hier durch die Gegend. Atemberaubende Geschwindigkeit. Achso, da oben wollte er ja nicht. Ich erinnere mich. Oh, nein, da wollen wir nicht lang. Gut, schauen wir erstmal, wie weit wir es noch haben. So weit ist es schon gar nicht mehr. Kann ich hier? Ja. Okay, dann müssen wir den mal wieder ablenken. We are coming for you. So, ich wollte erstmal bloß darüber kommen. Jetzt kann er sich erstmal ein bisschen abregen. Und dann bin ich auch schon wieder weg. It's clear. Ja, alles klar. Kein Problem hier. Stell dich wieder auf deine Position. Wunderschön. Mein Freund, es ist ein gutes Arbeiten. Nein! Ernsthaft. Du Mistkerl. Du verdammter Misthund. Okay, dann lass uns mal... Ne, da unten ging es ja nicht weiter. Dann lass uns einen neuen Versuch starten. So weit zurückgesetzt haben die mich, ist ja eine Frechheit. Naja, was willst du machen? So ist das eben. We're coming for you. Einmal rüber und einmal direkt. Wow! So weit runter wollte ich jetzt eigentlich nicht sofort. Die Tür mache ich gleich mal zu, sicherheitshalber. Gut, das hat irgendwie funktioniert. Auch wenn das etwas chaotisch wirkte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wie sieht es denn hier aus. Oben sind welche, unten nicht. Okay, dann mach ich einfach unten lang. Kein Ding. Dieser Sack oben, der leuchtet die ganze Zeit runter, obwohl er gar nicht schaut, ne? Da kommt aber noch ein anderer an. Das ist natürlich unschön. Er bleibt da. Der andere schaut halt die ganze Zeit oben lang. Ich weiß ja nicht, ob ich da durchgehen kann. Are you out there? I've never seen a storm this bad. Offenbar geht's. It's so irgendwie. I keep seeing figures in the gusts. Oh shit, das wird ungemütlich, glaube ich, gleich. Why did this break? Ich gehe dann mal. Beschäftigt euch mal noch ein bisschen weiter damit. Das Artefakt nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit, bevor wir hier wieder von dannen ziehen. Oh scheiße! Gut, ja, man sollte nicht blind irgendwo hinspringen.
Ich sollte mich einfach mal daran halten. Wie wäre es damit? Wenigstens haben sie hier einen Speicherpunkt gesetzt. Das ist ja schon mal ganz gut. So, wo ist denn dieser Wachtyp? Der kommt gerade an. In Ordnung, ich gehe mal einen Meter zurück vielleicht noch. Und dann machen wir es doch nochmal genau auf die gleiche Art und Weise. Ach komm, vorhin hat es auch funktioniert. Also dann vielleicht doch lieber unten bleiben. Scheint die bessere... Scheint die bessere Alternative zu sein. Das war großartig. Das war großartig. Das Tolle ist, es hat mir auch noch... Was? Was war das denn? Ihr tötet mich. Ich habe jemanden umgebracht. Ich wollte gerade sagen, das hat mir auch noch geholfen, großartigerweise. Aber was war das denn jetzt? Habe ich nicht verstanden. Vielleicht sollte ich das einfach normal machen. Ist zwar nicht die gesündeste Variante, aber solange es funktioniert. Ach, okay, ich bin unten in die explosive Falle reingekommen. Das war das Problem. Nein, ich war doch weg. Das ist gemein. Das finde ich gar nicht nett. Hallo, hier bin ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich beim allerersten Versuch da gleich durchgekommen bin. Und jetzt hänge ich hier wie so Bescheuerter. Hahaha, da freut er sich. Oh shit. Okay, so funktioniert es nicht, definitiv. Diese verdammten Leuchtfeuer, die sind aber auch nervtötend. So. Dann machen wir es vielleicht mal anders. Warten, bis er hier nah genug ist. Noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt. So, geht so. Geht so. Alles in Ordnung. Keine Panik. Es läuft doch halb. So, warum gehe ich eigentlich nicht einfach hier lang? Warum mache ich denn nicht auf diesen verrotteten Pfad hier? So, okay, da drüben. Ach ja, ich erinnere mich an die Stelle. Wo ich ganz knapp noch hier unten lang komme. So, wie bin ich denn hier gelaufen? Ach so, die Wache, die... Ah, ich erinnere mich, die Wache war vorhin gar nicht da. Yes, come closer. So, jetzt müssen wir bloß nochmal schauen... Hier drüben könnten wir theoretisch auch schon lang. Weiß gar nicht, ob ich das beim Hinweg auch so gemacht habe. Könnte aber durchaus sein. Jedenfalls nehme ich jetzt den Weg und damit haben wir erstmal den Zwischenpunkt erreicht. Und wir können unseren Freund befreien. Flowers have been dead a year. Maybe more. I knew about it. He must have. You must stop Azai. And that means I must give you the last mark. Wunderbar. Eine zerschmetterte Festung ist damit abgeschlossen. Und wir sind nicht entdeckt worden. Ist das nicht schön? Immerhin 6 von 9. Keine einzige Rolle gefunden, aber zumindest die Siegel haben wir alle erfüllen können. Die waren aber auch nicht so schwer, muss ich zugeben. Also die Mission war ganz in Ordnung. Auch als Sneaky-Sneak-Typ ist man hier ganz gut durchgekommen. Aber ich habe sowieso das Gefühl, seit wir den Pfad der Stille haben, seit wir die neue Ausrüstung haben, dass wir da durchaus ein ganzes Stück besser wegkommen, weil wir eben auch einfach mal völlig lautlos durch die Gegend sprinten können. Na gut, das lief doch ganz gut.